Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Diablo 2 Resurrected. Meiner Meinung nach ein sehr enttäuschendes Spiel, keine Ahnung. Also mittlerweile, also jetzt hier Akt 5, muss ich sagen, ist das sehr, sehr enttäuschend. Ihr habt ja, also die jetzt geguckt haben, werden ja sicherlich mitbekommen haben, dass ich hier übelst den Frust schiebe, weil du hast hier Zwischenbosse, da kommen zwei blaue Klamotten oder zwei blaue Sachen raus und ein, ich weiß ja nicht, was da noch war, ein Trank oder so weiter, weiß ich jetzt nicht mehr. Und das war, wo ich dann denke, dann so, Alter, willst du mich verarschen? Dann die Tatsache, dass du ständig in der Luft haust, immer ins Leere, jeder dritte Schlag trifft und wenn, dann hast du, wenn überhaupt, gibt ja auch so, dann schlägst du fünfmal zu und es passiert einfach nichts. Und ich weiß auch ja nicht, was ich hier noch nehmen kann, wo man jetzt noch bessere Zeugs herkriegen kann da. Also wenn ich jetzt hier übelst nur am Farmen muss, damit ich hier vernünftige Sachen kriege und du kriegst ja noch nicht mal vernünftige Sachen. Ich habe hier schon mal gesessen, hier so ein paar Stunden lang gefarmt und hatte einfach nichts mehr, was besser ist als das, was ich hier am Leib habe. So, dann hast du hier was Personalisiertes. Dann habe ich jetzt eine Karamons-Zuckzappel. Beschlagenes Leder. Hat das überhaupt irgendwas gebracht? Neue Werte oder sonst irgendwas? Nichts. Nichts. Hat einfach nur, dass der Name da drin ist. Toll. Blizzard, ihr macht wirklich gute Spiele. Ich habe damals schon mal, ich hatte mal ein Let's Play geguckt von World of Warcraft, diese Klassik. Wie du denn gegen die Gegner kämpfst, die gerade so schaffen würdest und die wegrennen und Verstärkung holen. Na, ich muss sagen, also Diablo 3 hat mir schon Spaß gemacht, aber so richtig Fan von Blizzard, muss ich sagen, bin ich nicht. Weiß ich nicht. Also vielleicht ist nicht ganz so mein Milieu hier. So, wir werden jetzt aber erstmal, warte mal, ich hatte doch den Weg schon gefunden, ne? Wo war denn der gewesen? Warte mal, hier unten lang? Der war hier unten, glaube ich, gewesen. Und wenn wir jetzt in den nächsten Bereich gehen, das ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Ich habe auch bis jetzt noch nicht immer neu gestartet und es dürfte hier eigentlich keiner mehr so wirklich begegnen. Ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen frustriert, weil die Spiele leben ja auch vom Loot. Und wenn du hier nicht vernünftig kriegst, selbst bei den Bossen, dann ist das doch scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. So was muss ich jetzt eigentlich machen? Benutzt den Weg der Urahnen. Um die Urahnen. Okay. Ich denke mal, du wirst hier mit Leuten, wie zum Beispiel hier, den Totenbeschwörer hier mehr Spaß haben. Einfach machen lassen, wisst ihr? Wo du nicht selber kämpfen brauchst. Einfach machen lassen. So wie das jetzt hier. Ich lasse das einfach mal machen. Ich helfe ihm, wenn er zu viel, wenn er dann kriegt, aber er hat eine gute Rüstung an. Sollte eigentlich. Warte mal, machen wir noch den hier. Machen wir noch den hier. Verringern wir die noch hier ein bisschen ihren Verteidigung und Schaden. Und dann lass den arbeiten. Weil es macht einfach null Sinn, jetzt hier noch irgendwas selber zu machen. Ich weiß nicht. Mir bringt das nichts, wenn ich nur daneben schlage. Weiß ich nicht, kann ich mir mal mit der Hand am Arsch fassen. Mist, jetzt bin ich doch wieder reingelaufen. Und wenn das hier zur Eistundra, okay. Und wenn das hier, sag ich mal, der Standard hier war damals, da muss ich sagen, ja, okay, war dann damals. Ich habe gerade schon eine WhatsApp zu einem Kumpel gemacht, dann habe ich dann auch gesagt, also
Damals wusste man ja, da ihr habt ja auch noch nicht so. Also das Internet war ja. Weiß ich ja nicht, vor 20 Jahren war das Internet da schon, weiß ich jetzt ja nicht, glaube nicht. Da wusstest du halt nicht besser, wisst ihr? Dann bist du mit dem zufrieden gewesen, was du hattest. Und dann war gut gewesen. Grafisch macht das schon was her, aber wie gesagt, die hätten noch einige Sachen hier. Das Frust. Die ganzen Sachen, die man stacken könnte. Frust. Es ist einfach so. Es ist einfach Frust. Und dann ein Spiel, was von Loot lebt und dann hier so eine geringe Chance noch irgendwas zu kriegen. Ich sag mal, im Multiplayer sehe ich das alles noch ein, dass das dann nicht zu imber wird, weißt du, was du denn der kriegst. Aber hier im Singleplayer könnte man da schon andere Sachen machen. Bin ich jedenfalls der Meinung. Und wie gesagt, hier, das ist hier. Diese daneben schlagen, diese in der Luft schlagen. Geht gar nicht. Geht einfach nicht. Wie gesagt, vielleicht bin ich ja auch schuld, weil ich ja einfach nicht die richtige Ausrüstung habe. Aber wo willst du die Ausrüstung herkriegen? Möchtest du ein Let's Play machen? Und nicht hier 20 Jahre lang dafür erstmal farmen, damit wir hier vernünftige Zeugs haben. Hat er ja auch, ich sag mal, das hat auch Laune gemacht. Oh. Das hat ja auch Laune gemacht, hier so am Anfang hier, ich sag mal, Andariel mehrmals zu legen, um dann bessere Sachen zu kriegen. Und das Problem an der Sache ist dann aber, irgendwann gibt es dann keine besseren Sachen mehr. Und das ist dann Schiedendreck. Dann verliere ich die Lust darauf. Nee, ah, verdammt. Das ist ja wieder eine falsche Sache. Oh. Junge, komm doch einfach da vor dieser Ecke vor. Ey, das ist doch nicht sein fucking Ernst, oder was? Hier auch wieder ein stärkerer Gegner. Nee, eine blaue Sache mit bei Wahnsinn, wa? So, wieder zweimal daneben geschlagen, der dritte trifft. Keine Ahnung, wonach das hier geht. Die Truhe wieder besser, aber mal gucken, was da drin ist. Oh, hier ist mal. Was die Helvet? Ja, Wahnsinn.
Portalrolle. Die nehmen wir mit. Heiltrank. Hier. Nix. Kannst du vergessen, das ist ein Witz. Oh, meine Güte. Es lohnt sich ja teilweise nicht mal irgendwo hinzurennen. So, und dann heißt es ja, naja, du musst ja auch mehrmals damit die Chance. Aber wie gesagt, ich bin so ein Typ, der rennt hier dreimal lang. Und wenn er beim dritten Mal immer noch nichts hat, dann renne ich hier nie wieder lang. Dann lasse ich es einfach sein. Ich bin kein Freund vom Grinden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, wenn ich hier, sag ich mal, belohnt werde, ordentlich belohnt werde, reicht ja schon, wenn du öfters mal goldene Gegenstände sind. Muss ja nicht mal zwangsweise was Besseres sein, aber Hauptsache ist da, wisst ihr? Und nicht immer nur blaue Zeugs hier. Sammel ich nicht auf, was soll ich damit? Brauche ich nicht. Bin hier nur am Heiltränke sammeln. Na, wenigstens was. Ja, nicht einmal getroffen. Wie gesagt, macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Ich bin der Meinung, dass das vorher nicht so war. Oh, und für welche hier? Was sind das hier? Flockenhöhle. Reihe von denen und nicht ein vernünftiger Gegenstand mit bei. Nur Tränke. Flockenhöhle? Wir da mal rein, wa? Mal gucken, was in der Flockenhöhle ist. Sofort wieder fallen. Das Beste ist wirklich, hier Sachen rauszusuchen, die dem Gefährten was bringen. Alles andere macht hier keinen Sinn. Ich bin überladen. Ja, dann bitte alle Nase lang, weißt du? Wäre schon wieder so viel. Heiltränke halt hier. Gut, räumen wir sie erstmal beiseite, ihr ganzen Heiltränke hier. Warte mal, mache ich das überhaupt richtig? Nee. Ich hab sie benutzt. Natürlich habe ich sie benutzt, weil ich dumm bin. Jetzt habe ich schon keinen Platz mehr. Gut. Wir sind schon wieder an dem Punkt, wo ich keine Heiltränke mehr aufnehmen brauche. So, dann soll der Kane mir mal hier den Zeugs hier. Vielleicht sind ja die Stiefel was. Ja? Was hier eventuell mal besser wird. Verteidigung ist schon mal besser. Aber keine Bewegungsgeschwindigkeit. Extra Gold. Wenn etwa gibt, dann irgendwas mit extra Gold. Plus 8 zu Stärke. Oh, das ist gut. Machen wir das mal so. Gold. Stets zu Diensten. Ich weiß nicht mal, wofür man hier Gold braucht. So viel jedenfalls.
Das ist mir echt ein Rätsel. Weil das, was du hier kaufen kannst, kannst du ja nicht brauchen. Völlig sinnlos. Völlig nutzlos. So, gut. Ich mach mal den hier. Ah, gut. Ich würd sagen, den können wir auf zu meckern, wa? Bruder, du hast keine Ahnung. Natürlich hat Bruder keine Ahnung. Aber ich weiß, was für Sachen mich... naja, nicht aggressiv, aber... frustriert machen. Militärpicke. Okay. Identifikationsrolle. Junge, mach weiter da. Ich wollte bloß ein Stück zurückgehen. Mach ruhig. Stadtportalrolle. Schaden plus 2 zu Minimalschaden plus 1 zu Maximalschaden. Das ist auch so eine Sache, weil wir verstehen nicht. Was heißt denn plus 2 zu Maximal- und Minimalschaden? Ist das hier Maximal und Minimal hier oder was? Also ich krieg jetzt hier nochmal 84 und 65 oder wie? Oder was? Oder wie auch immer. Ich weiß nicht mal, warum hier zwei Sachen stehen. Das ist, glaube ich, ein Schwert und das andere. Ich weiß nicht, warum das grün ist. Das ist ja auch so ein Ding. Warum ist das hier grün? Und das blau? Was sagt mir das? Warum ist das hier golden? Ne, warte mal. Blau ist, wenn ich das noch von irgendwo anders habe, ne? Durch irgendeinen Wert. Aber warum ist das grün hier zum Beispiel? Was sagt mir diese grüne? Weiß ist hier Standard, aber was sagt mir diese grüne? Auch so ein Ding. So, das hier, weil das grün ist, oder das was... Ach, ich kann das ja nicht mal nehmen, weil ich keine Schicklichkeit habe. Okay. Na gut. Na gut, Knut. Für mich sind solche Sachen verwirrend, weil ich damit nicht anfangen kann. Wohl den, der das kann. Ach, ich gebe auf. Ich gebe es einfach auf. Ich kämpfe hier ja nicht mehr. Ich werde hier nicht mehr kämpfen, weil es bringt nichts. Wenn ich da fünfmal zuschlage und eben mal davon treffe, das ist doch Nonsens. Das ist doch Quatsch. Das ist doch das. So, ihr habt jetzt wieder eine Loot-Truhe, die nichts zu bieten hat. Also rein gar nichts. Dafür bist du jetzt hier unten drin gegangen. Für eine Stunde wieder nichts. So, jetzt hast du hier wieder so eine alten Bosse hier. Wie gesagt, das Frustrierendste ist immer noch, dass ich hier nicht treffe. Und ich nicht weiß, warum.
Mein Gott, wo kommen denn die schon wieder alle her? Ich glaube, so was gehabt bei Diablo 3 nicht, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, solchen Frust ihr habt da mit dem Kämpfen. So, dann können wir ja wieder hoch hier. Hier mal noch hier lang gucken. Goldfarm kannst du gut, aber auch nur, weil. Das ist genauso wie mit den Schreine, die bei Bossen rumstehen. Die einfach null Wirkung haben. Wie war das bei Diablo? Da war doch irgendwas mit Blitz. War das Blitz? Nee, oder war das Gift? Gift, genau, Gift war das. Ich möchte sagen, war Gift gewesen. Da war nichts mit Gift. Nicht mal ansatzweise mit Gift. Das Ding steht da, um dich zu verarschen. Was denkt sich so ein Entwickler dabei, solche Dinge dahinzustellen? Da werden sie sich aber schöne... Keine Ahnung, was, wisst ihr? Naja, das kannst du eigentlich... Ach komm, wir gehen jetzt hier raus hier. Soll hier großartig noch sein. Sind da irgendwelche Viecher hier und kommen sie trotzdem nicht weiter. Oder wo müssen wir jetzt hin? Na, ich komm hier nicht durch, Alter. So, hier lang. War das hier lang? Ja, hier. Gut. Die Frage ist ja jetzt, wo waren hier noch? War hier noch irgendwo was? Ah, jetzt hat der die Viecher wieder da. Oh. Jetzt ist ja die Frage, ist hier ein Portal gewesen? Ach, hab ich mir wieder nicht gemerkt, für die Scheiße. Ich kann nicht noch mehr tragen. Schon wieder voll, ich dachte, er hat schon genommen. Einfach ist auch so ein Ding hier, also übertrieben. Ja, man ist hier irgendwo ein Mana-Trank oder so was? Hier ist ein Mana dran. Jetzt hat er den wieder berührt und dann ist er wieder stiften. Wie hat der mich getroffen gerade? Ich kann nicht noch mehr tragen. Keine Ahnung, wie oft ich jetzt geschlagen habe, aber ich habe nicht immer getroffen. Wie gesagt, macht keinen Spaß mehr. Ja komm, hör doch auf mit deiner Scheiße da. Wie lange will er denn dann noch da? Solange hat kein Mensch irgendwelche Mana, weißt du? Du rennst hier rum, ja, bist nach ein paar Mal zaubern da komplett kaputt und die zaubern hier weiter Zeug gibt. Also. Hm.
Du hast doch irgendwie nie das Gefühl, irgendwie erhaben zu sein. Du rennst immer diese Dinge, du bist immer einer von den Schlechten. Ich komme mir nicht vor wie so ein Held. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du mit deinem Kluppel, das habe ich schon mal bei irgendeinem Let's Play mal gesagt gehabt. Ich möchte irgendwann einen Zeitpunkt haben, wo ich dann so imbar bin, dass ich einfach nur noch durchrasche. Aber das ist genau das, was man ja eigentlich haben will. Alles hier. Kann raus. Wo denn, Mensch? Der hat ihn jetzt wieder aufgesammelt, da. So, so ein Ding. Ich hab da schon wieder irgendwas aufgesammelt, ihr habt hier. Oder? Mensch, bleib doch mal stehen. Dreimal geschlagen. Immer hier wieder. Hey, ich bin ja da, Ich treib nicht mehr. Nichts geht mehr. Ich bin ja völlig blöd. Dillele. Geht nicht mehr. Spiel lässt mich nicht mehr. Lässt mich nicht mehr treffen. Du darfst jetzt nur noch einmal pro 3 Treffer treffen, dann mehr ist nicht. Mehr können wir dir nicht zugestehen, sonst wärst du ja zu stark, sonst würdest du ja vorankommen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass du eine Spielzeit von keine Ahnung wie viel hast. In Wirklichkeit ist die Kampagne hier 5 Minuten lang. Naja, ist jetzt übertrieben, aber... Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Naja, dann lass es doch. Mensch, renn doch nicht weg hier. Das haben sie auch gut drauf. Das kann Blizzard gut. Leuten das Leben schwer machen. Ich glaube, da arbeiten keine Menschen. Sadisten, Psychopathen. Ich glaube, das ist eine Einstellungs... Sind sie psychopathisch veranlagt? Ja. Gut. Willkommen bei Blizzard. Ich habe vorhin bei Disco Elysium... war hier die Rezession mal durchgelesen, hat einer vom Leder gezogen. Der hat dann da so ein bisschen erzählt und so. Und dann kam er auf Titte, was man eigentlich beherzigen sollte. Nur weil irgendwas von der Presse hochgelobt wird oder von anderen Spielern, heißt das immer noch nicht, dass das Spiel gut ist. Wisst ihr, was ich meine? Jeder hat ja seine persönlichen Meinung. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, was die Leute an World of Warcraft finden. Einfach nur irgendwelche, die lese. Und keine Ahnung. Und wenn ich dann so... Nur hau doch das Ding kaputt. Hä? Verbarrikadierte Tür. Komm hier rein. Wenn nicht. Man konnte ja irgendwie das mal bis Level 20 ausprobieren. Ich bin nicht mal so weit gekommen, weil es mich einfach gelangweilt hat. Man kriegt einen Schmidt von der Geschichte, wenn man nur lesen muss. Nee, ich brauche Vollvertonung. Möchte ich mich zurücklehnen und mir das anhören.
gut, bei Disco Elysium, das ist auch so ein Ding, da man lässt sich da so irgendwie so einlullen, weißt du, so. Triffst du den jetzt oder nicht? Ich hab schon die 100 Mal hier aufgehauen, Alter. Das ist Frust, das war vorher nicht so. Oder mir ist das nicht aufgefallen. Kein Blitz mehr. Das ist das, was ich meine. Hier ist nicht ein Blitz gefallen bis jetzt. Noch nicht ein Blitz. Die Blitze kommen von mir. Von mir kommt das. Die haben hier Feuer. Du hast aber keinen Schrein mit Feuerwiderstand. Weil du könntest den ja hier brauchen. Hier, das ist von mir, dieser Blitz. Hier gibt's keinen Feuerwiderstand. Wie gesagt, könntest du ja hier brauchen. Deswegen wird das hier nicht hingepackt. Hier werden sinnlose Sachen hingepackt. Ich bin überladen. Junge, Alter. Oh, glaube ich, ich habe jetzt so richtig Hass auf dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich steigere mich schon wieder rein. Ich merke das immer, wenn ich mich irgendwo rinsteigere. Dann höre ich auch nicht auf, mich darüber aufzuregen. Wo jeder Normale sagen würde, dann hör doch auf. Naja, jetzt so kurz vor Schluss würde ich jetzt auch nicht aufhören. Ist jetzt hier irgendwo mal eine verfickte Scheiß Portpunkt oder wo müssen wir jetzt hier hin? Ich laufe hier einfach mal durch und guck mal, was passiert. Lass die mal da sein, wo sie sind. Wie gesagt, das macht ja sowieso. Das ist auch so ein Ding hier, weißt du? Ja, wir haben hier eine neue Erweiterung. Und dann ist das einfach nur eine Länge gezogen mit Copy und Paste. Was anderes ist halt nicht. Mal guck mal, hier ist wieder ein Eingang. Für irgendwas. Ich weiß aber nicht, was. Das ist mein Dings hier, ja. Hat er den schon umgebracht? Nee, ist ein anderer gewesen. Jetzt hat er ihn umgebracht. Wollte ich da noch nicht rein. Stadtportalrolle. Aber ich wollte jetzt mal gucken. Wir haben ja jetzt Stadtportalrollen. Warte mal. Dann gehen wir nochmal. Ich muss mal gucken, was ist denn hier? Ist in der Ebene hier überhaupt irgendwas? Gletscherweg. Halle der Schmerzen. Gefrorene Tundra. Halle der Schmerzen? Da waren wir doch auch schon gewesen. Wo sind wir jetzt hier? Gefrorene Tundra. Hier muss er doch was geben. Naja, dann gucken wir hier noch ein bisschen umher. Was wir an dem Portpunkt gefunden haben. Mal alle der Schmerzen waren wir vorhin, das weiß ich. Ah, guck mal hier. Okay. Hammer. Dann können wir jetzt in den Weg der Ahnen gehen. Wieder verrinnen jetzt und dann ist gut. So. Blitzwiderstand. Ihr kommt nicht mit Blitz.
Hier war jetzt kein Powerpunkt, ne? Giftwiderstand. Brauchst du auch nicht. Ihr habt kein Gift. Das einzige Gift, was wo irgendwo herkommt, ist aus den Kisten. Das ist nicht mal ausgedacht, das ist Fakt. So, gut, Freunde, ich mache erstmal Schluss an der Stelle. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder und bis dahin haltet die Ohren steif und tschüss.